Willkommen zurück zu Circle of Kerzoven. Ich glaube, wir haben so irgendwie einen halben Tag oder ähnliches verloren. Ich habe in der Pause zwischen der letzten und dieser Folge mal kurz auf dem Discord das Ganze, was passiert ist, als Bug gemeldet und bekam von einem der Entwickler die Rückmeldung: Oh, das ist ein altes Feature, was eigentlich schon längst draußen sein sollte. Ich weiß jetzt nicht, was genau das entsprechende Feature ist, aber wenn wir uns hier unten mal angucken, na gut, da kann man es auch nicht sehen und der funktioniert, aber ich vermute mal, das Drücken von N und dann diese Übersicht könnte das alte Feature sein. Denn wir haben hier eine Minimap, warum sollten wir nochmal hier eine Minimap benötigen? Also ich vermute, die Minimap ist das entsprechende Feature und irgendetwas funktioniert bei diesem Button hier nicht. Gut. Jetzt wissen wir das und können dementsprechend darauf reagieren und nach Möglichkeit nicht nochmal ändern. So, das heißt, den hier müssen wir nochmal neu machen. Hier wollte ich einen... war das ein Busch? Ich glaube, ich wollte einen Busch haben. Ne, Baum. Baum müsste ich hier gepflanzt haben. Da ist der Baum wieder. War noch irgendwas? Hatte ich noch irgendwas geplant? Oh, ja, das... Das hier ist gar nicht neu gesetzt. Den wollten wir ja dann auch umsetzen. Haben wir noch irgendwas? Sieht nicht danach aus. Oh, wieder auf 6,20 war Geschwindigkeit und irgendeine Nachricht haben wir hier. Ja, das ist der Traum, den wir schon mal hatten. Ja, das muss der eine sein. So, Diplomatie hat sich noch nichts getan. 10 Steinblöcke. Ja, das ist gehauener Stein. Gehauener Stein ist aus meiner Sicht kein Steinblock. Im Baumenü unter Produktion. Nee, unter Erwerb von Ressourcen. Die Steinmetzerei. Ich möchte meinen, da unten rechts sieht man einen Steinblock. Es wäre es noch schön, wenn man sagen könnte, okay, warte mal. So. Wenn ich jetzt sage, hier. Hier genau, Steinblöcke. Also die Funktion mit den drei Punkten gefällt mir. Eine Tooltip und Tooltip wäre natürlich auch nicht schlecht. Wenn man da also dann sagt, okay, ich möchte von hier die Maus da reinziehen und dann geht der Tooltip nicht weg. Oh, die sind ja fertig hier. So, Zäune. Ach ja, jetzt haben wir den ganzen Tag da weggeredet, weil ich nicht die Geschwindigkeit nicht runtergesetzt habe. Ups. Naja, passiert. Ist ja nichts Schlimmes passiert in der Zwischenzeit. Wir mussten ja auch ein bisschen Zeit aufholen. So, mal gucken. Hier irgendwelche Updates. Oder Upgrades, Verbesserungen. Kann ich jetzt unbedingt benötigen. Kann man irgendwo die Lagerkapazitäten sehen? Also die aktuellen, die auch ausgenutzt sind. Weil Redbus von Lagerkapazitäten, aber... Ich weiß nicht, ob das jetzt voll ist oder nicht. Kann ich leider nicht nachvollziehen. Ja, und jetzt sehe ich auch hier, das ist fertig. Schlaf 30 statt 25. Nur ist das hier fertig oder nicht?
Ja, grobe Lumpen haben wir nicht. Die ist noch nicht fertig. Hier wollen wir mal verbessern. Haben wir hier Personal? Ja, da haben wir Personal. Ah, schon wieder den ganzen Tag rum. Ich vergesse mal zu verlangsamen. Weil ich gucke durchaus ein bisschen gerne zu. Andererseits, viel passiert nicht, außer in solchen Sachen hier. So. Ist rein optisch, denke ich, ist das hier die schönere Variante. Hier haben wir Mühlstein. Da arbeitet auch jemand. Wareneingang sind Getreidekörner. Ausgang ist Mehl. Und Zielwert ist 20. Ist erstmal in Ordnung. Brotbacken braucht. Oh, Feuerholz. Ja gut, Feuerholz haben wir noch nicht. Gibt es hier Verbesserungen? Lagerkapazität, ja. Hier. Gesamtholzverbrauch minus 15, das finde ich gut. Und dann noch. Okay, kann ich noch nicht anklicken, weil das noch nicht fertiggestellt ist. Ist in Ordnung. Das heißt, hier können wir schön viel Holz herstellen. Und ich glaube, hier können wir eigentlich einen Weg hinbauen. Der Weg sieht ja anders aus. Oh ja. Oh, wer lebt hier drinnen? Niemand. Könnten aber sagen, dass Dominik hier leben soll. Macht er noch irgendwas anderes? Nur Handdrehmühle. Also sie können mehrere Arbeitsstellen haben, wie es scheint. Bei unterschiedlicher Priorität dann anschließend. Den hier bitte. Aha. Jetzt könnte man sagen, okay, wer hat noch nicht genug zu tun? Der André hat ein bisschen was. Der ist an der Feuerstelle. Aber hier hätten wir die Ursula. Dann würde ich doch lieber sagen, okay, weißt du was, wir nehmen die Ursula hierfür. Und der Sägeplatz ist wichtiger. Er macht sich hier die Holzverarbeitung. Wenn sie kein Holz mehr hat, dann holt sie neues Holz. Das ist doch, das klingt doch gut, denke ich. Oh. Bretter. Feldhase klaut vom Strohhütte. Die klauen aus der Strohhütte? Ich werde nicht mehr. Hier hätten wir gerne Ursula. Der hat hier einen schönen kurzen Weg zur Arbeit. So, und hier stellen wir dann auch nochmal einen, den Dominik. Für dich ist auch der Backofen wichtiger, weil dann verarbeitest du das ganze Zeug und stellst erst dann in der Handdrehmühle Neues her. Bist du und du sollst bitte schön hier drin. Warte mal. Weil wir brauchen Männlein und Weiblein, um Nachwuchs zu zeugen. Dann packen wir ihn doch damit rein. So, Simon und Petra kommen dann hier rein. Und diese alte Hütte reißen wir ab.
Für die ist alles bis auf das eine Feld hier hinten in Reichweite sehr schön. Und hier hätten wir gern den Weg bitte wieder abreißen. Und da klauen wir sofort. Dies elenden kleinen Diebe. Okay, dann haben wir jetzt diese beiden Häuser. Die sind zwar schön, dass sie da sind, brauchen sie im Moment aber nicht. Alles halb so wild. Ja, Brot backen. Dafür brauchen wir noch Feuerholz. Bretter sind gerade nicht ganz so wichtig. Im Moment. Ja, finden ja aus, wie man Feuerholz herstellt. Es regnet und regnet. Ich glaube, hier wurde nicht großartig geangelt, weil ich hauptsächlich gesagt habe, Fische füttern. Lief natürlich auf Dauer nicht. Also nicht, dass ich jetzt gerade Fische hier irgendwo sehen würde. Ist nicht gerade der größte See. Der hier oben hatte schön viele Fische. Ist ja ein ziemlich naher Weg. Den möchte ich momentan nicht auf mich nehmen. Bei einer größeren Siedlung würde das Sinn machen. Nee, du bist kein Fisch, du bist ein Hase. Sind auch Fische. Die benutzen durchaus Flüsse. Interessant, okay. Oh, das ist kein wilder Weizen. Das ist unser selbst angebauter. Sehr schön. Wir brauchen mehr Nahrung. So, wo arbeitest du in der Sammelhütte? In welcher denn? In dieser. Und du befindest dich eigentlich reiterisch weit außerhalb deines Gebietes. Sehr interessant. Ich habe da nichts gegen, so ist nicht. Okay, hier sind die ganzen Früchte weg, aber du hast nichts im Inventar. Wie machst du das? Wie machst du das? Jordan ist ein Zauberer. Ja, das ist gut hier. Das ist die freiliegende Materialkiste. Da kann ich jetzt nichts gegen tun. Da werde ich jetzt nicht extra Zäune umbauen. Das werden die Leute abtransportieren müssen. Da schläft ein Hase im Feld. Aber gut, ich könnte natürlich einen Steinzaun drumherum bauen, aber dann blieb immer noch das Tor, wo er trotzdem unten durch kann. Ich brauche dafür eine bessere Variante als
dieses Holztor. Ja, schalt neue Stufe frei, indem du die Bedürfnisse deiner Leute erfüllst. Ja, wir sind bei 75%, anscheinend bei allen. Woran mangelt es denn? Bedürfnisse. Ja, wo soll ich bitte schön Tücher hernehmen? Und 10 Steinblöcke. Ja. Steinblöcke geht halt nicht. Wie soll ich an Tücher rankommen? Das wäre Produktion, rein theoretisch. Ja, okay, rudimentärer Schneidertisch, das wäre eine Variante. Was braucht der? Okay, er benötigt Blätter, Äste, Pilze und rohes Holz. Ja, falsches. Da. Benötigt grobe Lumpen. Ja, wo kriege ich grobe Lumpen her? Gras, Leder und Wolle. Ja gut, wir bauen den erstmal. Wie war das denn mit den Ressourcen machen? Das können wir immer noch feststellen. Wir haben hier unten die Häuser. So. Wenn ich dich anklicke, kann ich irgendetwas machen? Ja, rudimentärer Schneidertisch und Gemeindezentrum. Finde heraus, wie man einfache Tücher mit einem Schneidertisch herstellt. Ja. Die Frage ist bloß, wie ich an die Materialien rankomme. Wie komme ich an die Materialien ran? Felder anlegen. Oh, Tiere jagen kann ich nicht. Ich habe Leder, das ist schön. Ah, okay, 70 ist das Maximum. Ja.
Okay, dann kann ich den Verbrauch nochmal senken. Damit könnte man sagen, bitte mehr. Ich vermute mal, jetzt geht das noch nicht. Nein. Braucht der Tisch? Nein, der braucht kein spezielles Holz. So. Ah, okay. Es würde ausreichen, Gras zu haben. Okay, ja, du. Kann ich mitleben? Grobe Lumpen. Grobe Lumpen. Grobe Lumpen. Okay, ja. Ich würde sagen, Gras ist unsere letzte Reserve. Kann ich hier nicht mehr machen? Nein, hier ist 3 das Maximum. Okay, ja, hüp, hüp. Mit gehauenen Steinen, also das Ding machen wir volle Upgrades. Brauchen wir aber noch Personal. Wenn der andere hat wenig zu tun, der ist bloß mit der Feuerstelle beschäftigt. Vermutlich der da hinten. Machen wir wieder in Geschwindigkeit hochdrehen, damit wir durch die Nacht kommen. Das Feld funktioniert gut. Die sind da relativ schnell. Aber wir sind auch schon im Sommer. Das heißt, ja, man sollte definitiv eine gewisse Menge anlegen. So, Leute werden wieder wach. Was ist hiermit los? Ah, okay. Fehlen so noch 4 Bretter. Wir brauchen es wirklich für eine Kleinigkeit. Brauchen wir Bretter. Ein bisschen Feuerholz haben wir hier drin. Ist aber nicht viel. Andererseits Mehl haben wir auch nichts mir übrig. Außer die 7 hier drinnen. Wieso ist hier Mehl drin? Weil das auch als Köder benutzt wird. Und ich kann ihm nicht sagen, er soll keins davon. Okay, komm, schmeißen wir hier raus. Und der wird hoffentlich bloß noch geangelt. Das Mehl brauchen wir gerade anderweitig. Ob wir Brot herstellen. Brot holen. Maximal 10 Stück. Gib mal eine gigantische hohe Zahl ein, die wird aber bestimmt genau. Die geht runter.
Aber was wird hier zubereitet? Okay, wir haben schön viel rohes Fleisch. Das ist hier aber nirgendwo aufgeführt. Interessant, was hier im Lager ist, erscheint nicht da oben. Denn ansonsten müssten ja die 10 gekochten Fleisch hier irgendwo mit drin sein. Die Unterlagen, die mehr wären, wenn wir dort Brennholz hätten. Also wäre die Verbesserung sicherlich nicht schlecht. Den Holarkapazität hoch und anschließend den Gesamtverbrauch da auch nochmal hoch. Ah ja, runter. Da können wir schon ein bisschen was mehr bauen. Hier auch fast fertig. Ja. Nein, ich wollte nicht Simon haben. Ich wollte die Sammelhütte haben. Da sind zwar Früchte fertig, aber die haben keine hohe Priorität. Verbesserung aktiv. Wurde das gleich appliziert? Wie viel kannst du einlagern an Getreide? Okay, ja, die Verbesserung ist beim anderen definitiv aktiviert. Okay, da wurde bereits... ja, okay, da wird es abtransportiert, das erste Brett. Also vermutlich erste Brett. Und 4 fehlen noch, auch wenn du aus der Richtung ungefähr kamst. Da ist ein Brett dabei. Da erhöhen wir auch mal die maximale Lagerkapazität. Hier ist es schon erhöht. Aber 70 ist das Maximum. Ne, hier steht nicht, dass sie bereits aktiv ist. Das heißt, da muss jetzt noch gebaut werden. Und wir sind halt im Sommer bereits. Schneidertisch ist fertig und sobald unsere Leute bei 100 sind im Bedürfnis. Ich würde gerne von einem Teller essen, nicht vom Boden. Ihr habt ja Ideen.
Nein, denen ist erstmal wirklich Kleidung gar nicht so wichtig. Dann machen wir das so rum. Du bist doch bei der Feuerstelle hier hinten beschäftigt. Das, ja gut, das ist die Feuerstelle. komm. Die Schneiderei geht mal vor. Also mit 10 Leuten das Jonglieren ist gar nicht so einfach. Du hast bloß den Angelplatz. Guck mal, dann können wir dir, Etienne, noch zusätzlich die Feuerstelle als Zweitvariante geben. So, Jordan, bist in der Sammelhütte tätig. Wenn du Freizeit hast, wo könnte man dich einsetzen? Vor allem bist du in der Sammelhütte tätig. Hier kann bloß einer arbeiten. Da auch bloß. Da auch bloß. Ja gut, dann können wir die bloß an einer Stelle sinnvoll einsetzen. Aber ich wollte schon meinen, der Fisch ist da jetzt nicht hochgeschwommen. Auch wenn es Fische gibt, die das können. Okay, die Hälfte der Güter ist da. Da haben wir ein bisschen Feuerholz. Warte mal, gibt Brettersägen auch gleichzeitig ein bisschen Feuerholz? Das wäre natürlich günstig. Wenn das so ein Nebenprodukt wäre. Wie sehe das aus? Nee, das sieht nicht aus. Das können wir so nicht machen. Das ist ein optischer Horror. Ja, da fehlt es an Materialien. Ich finde es ja interessant, was hier für Früchte vermutlich wachsen. Das ist. Ich würde ja sagen, in der Höhe wächst überwiegend Gemüse. Nicht nur, eine meiner Lieblingsfrüchte wächst auf der Höhe.
So, an Holz mangelt es dir hinten anscheinend zumindest nicht. Das ist schön. Silvia, was sagt das da? Okay, Lager ist voll. Also geht Silvia andere Sachen machen, oder? Naja. Gleich dasselbe hole ich mit Jordan. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich sie einsetzen soll. Dann soll sie doch Freizeit haben. Nicht, dass sie viel hätte. 1% da. Keine Bretter auf Lager, aber das mehr gefroren ist. Ah, okay. Gerade, genau, wurde gerade eins hingeschickt. Hintransportiert. Oh, du bist beschäftigt hier mit einfachen Tüchern. Also, eigentlich ja eher mit groben Lumpen. Die ihr euch auch anlegen solltet eigentlich. Was aber noch keiner macht. Obwohl wir Sachen da haben. Was ist mit dir los, Fisch? Jetzt schläft, aber vorher war irgendwas anderes. Nun hast du einen schönen Korb auf dem Rücken. Was machst du? Weiß keiner. Das ganze Feuerholz wurde weggebracht. Sehr schön. Hier fehlt immer noch ein Brett, Leute. Nur ein Brett herstellen. Holz ist doch da. Was hast du da gemacht? Vier Rohsholz ist da, ihr könntet mal die Verbesserung bauen. Oh, diese Hasenplage auf meinem Feld. Interessant, er ist obdachlos. Wenn ich doch bloß irgendwas gegen die machen könnte. Die Beti würden unter Garantie besser gedeihen, ihr genannt. Genau das meine ich. Müssen neu eingesät werden? Ja, super. Sucht Nahrung.
Aber das ist gut, dass ich hier einfach drüber bauen kann. Das hilft beim Tor zwar nichts, aber vielleicht würde es auf Dauer die Zahl der Hasen da verringern. Wie liegst du denn da? Beobachtet. Genau, haut ab, ihr Hasen. Ihr habt alles leer gefressen. Husch, husch. Weg, weg. Da gibt Gras ringsherum. Naja, gut. Sag mal. Du bist doch wohl hier auch im Fressen aus. Sucht Nahrung. Wie, ihr fresst mir Weizenfelder leer. Das würde überhaupt nicht zu euch passen. Falsche Nahrung. Ja gut, was ich aber sagen sollte. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass wir bald irgendwelche Leute auf der nächsten Stufe haben, damit wir dann das Gemeindezentrum angehen können. Also, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.